Was jetzt kommt, ist von Bob Dylan. Da bin ich sehr befangen, weil Bob Dylan ist schon der Größte für mich. Und ich habe auch nur in der ganzen Zeit zwei Stücke übersetzt von ihm. Und das ist das Neue. Das ist auf unserer neuen Platte weiter vorn drauf. Die gibt es da beim Thomas zu kaufen. Wer was einkauft, kann auch von mir eine Signatur dann haben. Ich gehe dann zum Thomas und signiere. Das schon. Und das neue Bob Dylan-Stück, das ich übersetzt habe, heißt Red River Shore. Und Red River Shore hätte schon auf Time Out of Mind 1996 oder so, 97 rauskommen sollen, wurde von Dylan selbst aber unterdrückt, weil er es aus irgendeinem Grund nicht wollte. Das kam erst vor 4-5 Jahren auf einer Outtake-Platte raus. Da habe ich es dann entdeckt und mich sofort verliebt. Es ist ein sehr langes Lied, es hat 8 Strophen bei Bob Dylan. Und die kreisen alle um genau dasselbe Thema, nämlich Typ findet Frau, verliebt sich unsterblich, muss dann kurz weg und wie er zurückkommt, ist die Frau verschwunden. Und Dylan trauert 8 Strophen lang, berät und poetisch dieser Frau nach. Und ich habe das also übersetzt, habe es dann meiner Liebsten vorgespielt und die hat gesagt, ja, ja. Und hat dann ein schreckliches Wort verwendet, nämlich länglich. Darauf habe ich sofort 3 Strophen weggekaut. Das Stück hat bei mir jetzt 5 Strophen, ich glaube die Kernaussage wird trotzdem verstanden. Red River Shore kann man nur in einen wienerischen Begriff übersetzen, nämlich Lobau. Die Lobau ist ein Auwald-Dschungel im Osten der Stadt. Mit hervorragender uralter Nudistenkultur und solchen Sachen. Vertraut kommt man doch gar nichts vor.
Nacht. Sein Sturm und wo er dann hin, wo der Typ wieder lebendig macht. Wie es noch tut und wie das geht, erst geh selber hin und schau. Manchmal glaub ich, außer mir glaubt kein Mensch und das war aus der Europa. Mir glaubt kein Mensch an das Mal aus der Europa. Dankeschön. Was? Die anderen drei Strophen. Die anderen drei Strophen. Das haben jetzt schon ein paar gefragt. Ich habe sie tatsächlich physisch weggeschmissen. Schrecklich, ein auch nur abwägendes Urteil von meiner Frau.